einen Stein an den Kopf geschossen. Das ist aber wild, wenn du den Kerl erstmal. Wenn du die Hose verlierst, da hast du auch keinen Bock mehr irgendwie. Ich mache ein Bewertungsvideo der kleinen Gangster. Scheiße! Was ist das denn? Das ist ja jetzt unsere vorletzte Abfahrt, ne? Also ich fahre jetzt nochmal gemacht. Ganz gemütlich. Ja. Dann fahre ich ganz gemütlich hinter dir her. Dann let's go. André! Ja. André ist da! Hat der da einen Stein aus der Wand geholt? Ah, du hast gebremst! Ja, mir ist meine Hose schon wieder aufgegangen. Wenn du im Springen die Hose verlierst, da hast du auch keinen Bock mehr irgendwie. Das hat besser geklappt. Ja, der letzte war zu kurz. Aber da ging noch die Hose auf. Also das ist aber schon, man kommt nicht so schnell vor. Ja, aber es passt einfach perfekt. Also hätte ich nicht gedacht, die passen wirklich super. Gaskrankengeschwindigkeit. Ja, das ist super. Das ist am sichersten. Wenn wir nebeneinander fahren, ist auf jeden Fall am sichersten. Guck mal, das ist so ein geiler, langer Sprung, ne? Alter! Hat's der Eieieie! Boah! Also wenn man das nicht auf Kamera hört, dann weiß ich auch nicht. Alter, hast du mir einen Stein an den Kopf geschossen? Ich hab irgendwas gehört. Ja! Ey, wenn man das muss man auf der Kamera hören. Boah, hat das geknallt. Ich hab gehört. Ich dachte erst, irgendwas wäre von meinem Fahrrad abgefallen. Alter, ey. Wieso habe ich hier einen Lackschaden, ey? Ey, hat das geknallt, ey! Der Riss im Display, der war schon, ne? Ja. Gerne weiter, wenn André die Brille aufsetzt. Dann... Google! Meine Herren, das hat ein Segel da! Deine Reifen rollen wirklich extrem langsam. Ich bin der Kerl erstmal.
So, das Rudel ist nur noch zu zweit. Es geht zum Warmwerden in Hangman 1. So, erst mal Hangman. Ui. Hoho. Schöner Trail. Brumm, 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 brumm. Oh, butterig. Oh, mein Kopf muss erstmal klarkommen auf rutschige Bedingungen wieder hier. Die Noobs am Start. Erstmal wieder rutschig nach Sahara. Und erstmal am Strugeln hier, ey. Oha, oha, oha. Heute zu zweit im Rudel. Ich mache ein Bewertungsvideo meiner persönlichen Meinung, Empfindung der Flying Gangster. Ich fahre ihn mal ab. Ich gebe meine Meinung preis. Und danach frage ich Herrn Nickelback, was er zu der kompletten Flying Gangster sagt. Willst du die Kamera haben? Ja. Habe ich überhaupt so ein Ding? Ja, hast du. Ja, dann kann ich das gerne tun. Aber dann kann ich halt, dann kannst du ja nichts labern. Doch, du kannst was erzählen. Nee, erstmal. Jetzt ist die Frage gestellt. Nein, du musst nichts erzählen. Aber dann kannst du filmen. Ich erzähle nichts. Die hasse ich wie die Pest. Der ist auch viel zu kurz. Der ist wieder schön. Der macht Spaß. Ja. Im Endeffekt. Es ist okay zu fahren, aber diese Stellen mit dem, dieses Abbremsen vor Sprüngen, das ist so behindert. Wie soll jemand, der eventuell nicht so gut einschätzen kann, ey, wie schnell muss ich hier sein, wie schnell muss ich da sein, woher soll der wissen, nach der Holzkurve muss ich bremsen, dann muss ich tippen, damit ich nicht ins Jenseits fliege, nach den nächsten Tables. Ja, das ist mir ich fahre in den Tunnel, komme um die Kurve, lasse ich offen, springe ich die Kuhwiese runter. Und das sind so Sachen, ey, die ist eigentlich eine coole Strecke, die ist schnell, aber sowas, ey, das ist halt, ich finde es halt echt gefährlich. Die Länge der Tables passt, nicht bei 10% der Sprüngen passt ja. Das. Ja. Alle anderen sind kriminell. Als kleine Ergänzung zum Flying Gangster Video, wir sind jetzt gerade noch mal eine Runde gefahren. Alles gut? Ja, alles gut. Nur schon lange nicht mehr. Und?
Sagt mal ehrlich, wie findet... Ganz genau, was passiert ist. Und er ist zu weit geflogen. Ja, genau. Weil ich finde die Kurve völlig geisteskrank. Du kommst aus dem Holzanlieger und wenn du so fährst, wie du fährst, springst du einfach viel zu weit. Ja, genau. Du kannst, wenn du willst, bis in den nächsten Kicker springen. Ja. Wenn du dann mit Renngeschwindigkeit durch die Anlieger fährst. Ja, alles gut. Ja. Das ist, wir haben nämlich gerade auch diskutiert, wie gefährlich diese Ecke eigentlich ist. Da steht nirgendwo ein Schild Slow oder so. Und wenn du einfach weiter rollst, bei diesem Minisprung, landest du. Ich hab da gar nicht mutwillig getreten. Nee, nee. Du landest trotzdem einfach da in dem Seitenhang, ey. Was hat geklappert, kann auch sonst drücken. Ja, so viel zum. Ja, so viel zum Thema Streckenbau. Also bevor ihr die Flying Gangster runter gangstert, guckt ihr euch die Tables an und guckt an, wie lang die sind und merkt euch das. Ja. Gut merken. Ich kann das nämlich nicht so gut merken. Ja. Ich fliege trotzdem immer irgendwo zu weit oder zu kurz, weil ich mir einfach die Geschwindigkeit nicht merken kann. Ey, kann man glaube ich auch drüber doublen, wenn man will. Haben wir aber auch noch nie gemacht. Der Typ da vorne ist 36, Leute. Da werden keine Faxen mehr gemacht in dem Alter. Heute Morgen ist tatsächlich relativ windstill, da kann man das mal machen hier. Aber gestern hatten wir so Gegenwind. Boah. Gemütlich hat er gesagt, will er fahren. Ah, meine Hose ist auf. Kompression, die man in der Kurve hat. Oh. Ich hatte da auf der Gerade noch ein bisschen Panik, musste ein bisschen abbremsen. Ey. Ja. Hose ist auch aufgegangen. Business as usual. Ja. Das war aber eben gar nicht mal so easy, was du da gemacht hast. Hast schon auch komplett offen gelassen. Das war gegen die Absprache. Kannst du auch dribbeln? Fazit für mich. Früher war es für mich die Traumstrecke, schlechthin. Weil es, glaube ich, nichts Vergleichbares gab. Die Sprünge sind manchmal sehr kritisch zu betrachten, finde ich. Also und, was du nicht vergessen darfst, was ja auch gestern beinahe zu einem Worst-Case-Szenario geführt hat, ist, dass die Flying Gangster sich an der einen oder anderen Stelle kreuzt mit der Speedster Downhill-Strecke. Gestern hat es gescheppert vorm Tunnel, vor den zwei Holzsteigkurven, wo die zwei Strecken wieder zusammengeführt werden, weil da eben von beiden Strecken einer herkam. Der eine war deutlich langsamer als der andere. Die haben sich so erschrocken, dass einer von denen gegen die Kante vom Tunnel gewämst ist. Das hat einmal Plock gemacht und dann war die Schreierei groß. Ja. Deswegen, also das ist auch noch ein Punkt, wo man ein paar Worte drüber verlieren kann. Im Endeffekt ist eine gute Freeride-Strecke, die man aber nicht einfach blind fahren sollte. Also obwohl die Sprünge jetzt nicht riesig sind, aber weil die Geschwindigkeiten einfach manchmal nicht zu den Obstacles oder zu den Sprüngen passt. Und ja. Ansonsten kommt jetzt nur der kleine Pipi-Teil und dann war's da. Ich spring die kleinen Mini-Drops. Weil groß kann ich nicht mehr. Wir sind jetzt über 35, deswegen nur noch die kleinen Sachen.